Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spaß mit Flaschen. Ich habe Yannick da. Torben, grüß dich. Seit langem darf ich auch mal wiederkommen, ne? Genau. Spaß mit Flaschen, Spaß mit Flaschen, wow. Ja, und wir haben heute ganz besondere Sachen vor. Und zwar haben wir uns gedacht, es ist Sommer. Also zumindest jetzt von der Jahreszeit her, wie das Wetter gerade genau ist, weiß ich nicht, weil wir nehmen natürlich nicht am Tag der Veröffentlichung auf. Aber bei uns ist es warm, ihr seht es, wir haben T-Shirts an, keine Pullover mehr. Und wir haben gedacht, da passt natürlich Limoncello perfekt. Genau, wir wollten mal was Frisches, Fruchtiges, was nicht alle kennen. Genau. Also kommt mir zumindest so vor. Ja, ist schon ein bisschen was Besonderes. Deswegen wollen wir für euch heute mal so ein bisschen über Limoncello reden. Was gibt es da für Irrtümer oder was ist die Wahrheit über Limoncello? Und genau. Ja, willst du mal anfangen oder... Ja, ich würde erstmal noch kurz was Grobes sagen, und zwar, dass das hier natürlich wieder eine Reihe wird. Also wir sprechen nicht nur kurz hier über diese Geschichte. Ja, wir kommen gleich zu deinen Favoriten. Ich will probieren, nein. Genau. Und was ich auch noch mal schon vorwegnehmen kann, wir werden heute mal wieder nicht nur pur genießen, dazu kommen wir nämlich demnächst erst, sondern wir werden es mit Eis machen, wie wir schon mal hier auch Kuchen gebacken haben und so. Und das kam ja auch sehr gut an. Und versuchen wir das heute mit Eis. Gut, das Eis haben wir nicht selbst gemacht, ist also nichts Besonderes. Ja, Wahrheit und Irrtümer. Mensch, willst du vielleicht dann doch anfangen? Also jetzt habe ich quasi wieder geredet. Fang du doch. Ich fange gerne an. Eigentlich schon, wie man vom Namen vielleicht auch schon drauf kommen könnte, kommt der ja aus Italien. Mhm. So, aber es gibt da immer noch so ein Irrtum. Er muss nicht aus Italien kommen. Also okay. Es ist halt nicht so wie jetzt, ich sag mal, beim Uso, dass er nur aus Griechenland kommt oder der Grappa aus Italien. Sondern Limoncello kann halt auch aus anderen Ländern kommen. Zum Beispiel, es gibt ja auch aus Schweden oder Amerika, aber die kommen halt qualitativ nicht so ran, weil die haben natürlich nicht so schönes Wetter wie da für die Zitronen. Das stimmt. Also man könnte natürlich auch die Zitronen von da unten erst nach Schweden hochziehen, ist aber auch schwierig. Und dann bis nach Amerika verschiffen, dann sind die meistens auch nicht mehr so geil wie zu Anfang. Mhm. Okay, und wo kommt das so ursprünglich her? Also wenn du jetzt sagst, der kann überall hergestellt werden, was war der Ursprung, wo kommt es eigentlich her? Also, was vermutet man, wo es herkommt? Ja, wir haben gesagt, aus Süditalien. Mhm. So, jetzt hier kann man auch schon sehen, hier ist ja Limoncello di Capri, das ist halt von der Insel Capri, in Süditalien. Dass man da hauptsächlich aus den Regionen, aus Süditalien. Ja, so Sizilien, diese Geschichten. Ja. Ne? Also, so, genau. Das ist ja eigentlich so. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie 1 Million verschiedene Zitronensorten. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal, die dann entscheidend sind für den Limoncelli. Genau. Und wichtig ist ja auch, dass ja sozusagen der zweitbeliebteste Likör aus Italien. Also, ja. Ich glaube, der erste ist halt Sambuca. Okay. Wovon ich eher nicht so der Fan bin. Ich glaube, ich tendiere eher zu dem, aber... Ja, ich finde auch. Also Sambuca ist mir auch ein bisschen zu, kaffeescharf und nicht so geil, meine Meinung. Genau. Aber es gibt ja noch was Unterschiedliches zum Namen. Oder es gibt ja noch so eine andere Bezeichnung. Ja. Limoncino, glaube ich, ne? Also später am Abend des Tisches... später werdet ihr diesen auch noch sehen. Denn der kommt nochmal dazu. Den probieren wir später nochmal. Was ist denn da der Unterschied? Ja, so gesehen, also, wenn du schon so eine Frage stellst, es gibt halt keinen Unterschied. Also, es gibt halt eigentlich keinen direkten Unterschied zwischen Limoncino oder Limoncello. Man hat erst überlegt, macht es die Herkunft jetzt aus, also ob Nord- oder Süditalien. Ja. Dann haben versucht, Brennereien das halt mit ihren Markennamen halt zu schützen, also den anzumelden, aber so in dem Sinne gibt es da keinen direkten Unterschied. Okay. Ich glaube, es war auch irgendwann mal, dass Limoncino ist mit Grappa als Grundsubstanz. Aber auch das ist irgendwie dann mehr oder minder irgendwann durcheinander geraten. Also das ist, man kann da nicht so richtig fest drauf bauen, möchte ich mal sagen. Ja, ach so. Und damit kämen wir dann ja auch schon zum letzten Punkt, so dass man natürlich, Grappa ist ja hauptsächlich so in Norditalien, ne? Da wo der Tresta halt eben gut brennt. Der Tresta wächst natürlich auch nicht, sondern da wachsen die Trauben und dadurch entsteht der Tresta und dann entsteht der schöne Grappa, darüber haben wir auch schon gesprochen. Da ist dann eben der Punkt, dass das natürlich nahe liegt, dass dann Grappa da als Ursprung quasi als Grundlage für den Limoncelli dient, aber Limoncino und ach ja, am Ende ist es alles eins und wir wollen wissen, wie es schmeckt, würde ich sagen. Genau. Und damit reißt du vielleicht mal gerade das Ding auf. Wir machen jetzt zwei oder drei verschiedene Tests, je nachdem, wie viel Bock wir haben. Wir packen jetzt erstmal einfach Erdbeeren in die Schale. Hätten wir natürlich vorher auch mal so abschneiden können, oben das Ding. Mache ich jetzt vielleicht einfach gerade auf dem Weg. Ich hatte hier mal ein Messer hingelegt. Ich gebe jetzt schon mal eine Kugel, ne? Naja, das Messer ist jetzt weg. Hier ist noch ein zweites. Ich habe noch ein Messer gefunden. Sehr gut. Genau, mach du mal in diese Schälchen Kugeln und ich mache eine nur mit Erdbeeren.
Genau, also wir nehmen jetzt hier einfach nur Vanilleeis. Ja, also stinknormales Vanilleeis. Ich gebe mir hier richtig viel Mühe. Ich bin schon mal sehr gespannt, weil also ich war ja bisher immer nur bei den Folgen dabei, wo wir trinken und nicht, wo wir auch was essen dürfen. Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes. Genau, so guck mal, ich kann jetzt auch noch helfen. Sehr gut. Ich habe gerade ein Messer geflogen. Das ist auch noch ein bisschen besser als dieses, aber dieses geht auch. Ja, ich mache mal so 3 Erdbeerchen für jeden, das muss ja erstmal reichen. Das heißt, du die noch machst. Ja, dann reicht's ja auch, ne? Dann soll es erstmal reichen. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Limoncelli auf. Wir haben den natürlich, Limoncello genießt man eiskalt. Das heißt, wir hatten den im Eisfach. Ist hier mit Ausgießhilfe, also es kommt jetzt auch nicht so viel, wenn ich hier so einen ordentlichen Schuss rüber. Ja, kommt doch was. Kommt doch ziemlich viel, aber. Soll ja auch nach Limoncello. Es geht ja hauptsächlich darum, wie das Eis wissen wir ja nun, wie es schmeckt. Genau, hier weil ich hier von auch noch ordentlich drüber. Also ich bin gespannt, wo wollen wir denn anfangen? Eis oder Erdbeeren? Was ist dir denn lieber? Ich glaube erstmal Erdbeeren, weil dann können wir die Erdbeeren noch zum Eispach tun, oder? Das stimmt, dann können wir die rübergießen. Und wir haben auch noch Schokostreusel, die können wir gegebenenfalls dazu. Darf ich dir mal so ein Häppchen geben? Ja, ich danke dir. Und dann würde ich sagen, mal so eine Erdbeere mit so einem schönen Stück, das ist jetzt auf jeden Fall eine große Erdbeere. Also ich bin mal echt gespannt. Ich überlege, da kam ja auch so eine Idee hier eigentlich. Okay, teilen kann man die nicht. Naja, es stand im Internet, dass das geil ist. Also das Internet lügt ja bekanntlich nicht. Insofern, guten Appetit. Finde ich ehrlich ganz gut. Das war auch mit vollem Mund spricht man ja nicht. Finde ich tatsächlich voll geil. Das schmeckt echt gut. Also passt auch. Voll die geile Kombination. Also das ist schon mal der erste Tipp von mir. Ja. Ich lasse die jetzt trotzdem erstmal drin und esse es gleich auf, denn ich will natürlich wissen, wie das Eis schmeckt. Obwohl ich das schon weiß, weil ich habe das schon mal gegessen. Oh, das hast du schon mal gegessen. Gut. Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehabt. Und es ist sehr lecker, weil Vanilleeis mit dieser Zitronennote ist quasi so leicht wie Sorbet, nur mit ein bisschen Alkohol. Ja, probieren wir doch mal. Perfekt. Ich finde es richtig geil. Ja, das ist eigentlich auch wie bei Erdbeeren. Ich dachte, erst wir haben zu viel Limoncello reingemacht. Nee, aber Limoncello schmeckt. Aber Limoncello ist tatsächlich auch, finde ich, ganz lecker. Aber noch nicht pur getrunken. Willst du da mal ein Schokostreuselchen drüber haben oder lieber erst eine Erdbeere? Ich weiß es auch beides nicht. Direkt machen. Ja, Erdbeere und Schokostreusel. Wir probieren das jetzt noch. Ihr habt ja noch die Zeit, ne? Ist ja nur das Internet. Das ist ja das Interessante jetzt, ja. Also, wenn wir hier anfangen ja zu mixen. Wissen. Ich hau einfach alles rein hier, ne? Gucken wir mal. So. Ja, Schokostreusel kann man nie genug haben. Ja, sag mal, da war auch noch was. Oh, sehr gut. Ja, ich habe bei mir nicht so sauber geschnitten. Ich habe dir die schönen gegeben, mir die. Achso, das ist ja weniger schön. Mir ist auch mehr Streusel gegeben, ne? Ja, ich bin ja ein gastfreundlicher Typ. Jetzt habe ich diese riesen Erdbeere, die ich mit essen muss, oder die mit dem Grün. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme die. Ja, dann zum letzten Mal. Also einmal alles gemischt, ne? Ich habe die riesige jetzt etwas zerteilt. So, ja, alles gemischt. Ich versuche ein bisschen mehr. Ich bin sehr gespannt. Also so. Guten also nochmal. Zum Wohl. Aber das ist eine hervorragende Kombination, möchte ich sagen. Ein bisschen pervers, aber geil. Also Leute, wenn ihr jetzt gerade eure Sommerfigur schon erreicht habt, dann ist das im Grunde ideal. Und neidisch seid, ne? Dann genau. Und sonst nur die Erdbeeren, weil Erdbeeren sind ja gesund. Gut, wenn ihr dann gesund sein wollt, müsst ihr auch den Alkohol weglassen. Das ist mir ja mal ganz ehrlich. Es schmeckt wirklich sehr gut. Wenn man schon mit Alkohol probieren will, dann kann man auch Eis dazu noch nehmen. Ja. Und Schokostreusel gehen immer. Also ich bin begeistert. Ich auch. Mit dir? Ich finde es sehr erfrischend auch. Gut. Und damit würde ich sagen, das war es jetzt erstmal zum ersten Teil. Wir essen jetzt entspannt auf und kommen dann gleich zu den weiteren Teilen, wo wir noch ganz wilde Sachen machen werden. Cocktails trinken, kleines Blind-Tasting, wo noch jemand anderes kommt dazu. Ich krieg noch Besuch, ne? Ja. Genau, und dann machen wir hier schön Blind-Tasting. Ich weiß, wo was ist und ihr dürft probieren und zuordnen, was wohl der beliebteste ist und welcher ist. Genau, und mal gucken, wer gewinnt, ne? Genau, du hast einen kleinen Heimvorteil, weil du den ja schon probiert hast. Und dann würde ich sagen, das war es erstmal von der ersten Episode Spaß mit Flaschen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Spaß mit Flaschen. Spaß mit Flaschen. Wow. Ja, danke, dass du zugeschaut hast. Hier findest du ein weiteres Video und hier findest du unsere Playlist. Außerdem findest du im Beschreibungstext unten alle Produkte, die wir heute vorgestellt haben. Hier kannst du unseren Channel abonnieren. Jeden Montag ein neues Video. Das würde mich freuen.